Seit Mitte Mai sinkt die Leistung des europäischen Marktes. Hallo Bruno, schön Sie wiederzusehen. Das letzte Mal haben wir uns vor einem Monat unterhalten. In diesem Monat wurde im Technologiesektor eine Korrektur beobachtet. Ist diese wieder vorbei? Hallo Jack, hier sehen wir das Tagesdiagramm zum Technologiesektor. Anfang Juni wurde ein rascher Abstieg fixiert. Danach wurde das Level 54 ganze zweimal getestet. In den letzten 4 Tagen wurde ein Wiederanstieg beobachtet. Der Impuls steigt. Und die Linie zur relativen Stärke steigt bezüglich des Index S&P 500. Hier sehen wir die absteigende Trendlinie. Die rote Linie zeigt eine Fibonacci-Korrektur bei 62%. Der Resistance-Bereich ist recht stark. Ein Anstieg über dieses Niveau würde uns mehr verraten. Und nun zum amerikanischen Markt. Die Leistung des zyklischen Sektors hat die Leistung des defensiven Sektors in den Schatten gestellt. Ist dies ein eindeutiges bullisches Signal? Hier sehen wir das Diagramm zum Nicht-Basis-Konsumgütersektor versus Verbrauchsgütersektor. Ein Anstieg dieser schwarzen Linie bedeutet, dass die Leistung des zyklischen Sektors besser ist als die des defensiven Sektors. Hier sehen wir den jüngsten Anstieg dieser Linie und dies ist ein eindeutiges bullisches Signal. Zuallererst müssen aber die ehemaligen Hochs übertroffen werden. Das, was wir hier sehen, ist also ein durchaus positives, jedoch kein eindeutiges Signal. Steigende US-Renditen sind ein weiteres bullisches Kennzeichen. Wie weit wird der Anstieg noch gehen? Hier sehen wir den Tageschart. Im April, im Mai und im Juni wurde ein Wert von 2,15 registriert und kürzlich wurde ein Anstieg bis auf 2,40 fixiert. Und dies ist das Resistance-Level aus dem Monat Mai. Ich denke, dass die Bewegung hier eine Pause einlegen wird. Im Falle eines Abstieges könnte diese Bewegung 2,30 erreichen. Der Handelsbereich liegt zwischen 2,30 und 2,40. All das könnte den Finanzsektor beeinflussen. Glauben Sie, dass die Leistung des Finanzsektors auch in der Zukunft besser sein wird als die Leistung des S&P 500? Ja, und zwar aufgrund des steigenden Zinses. Hier sehen wir einen Aufwärtstrend, neue Höchstwerte und höhere Tiefstwerte. Die relative Stärke des Finanzsektors steigt zum S&P 500. Auch hier werden neue Höchst- und Tiefstwerte fixiert. In der nahen Zukunft müsste diese Bewegung parallel zum steigenden Zins verlaufen. Diese Bewegung könnte bis auf das 60-prozentige Einbruchsniveau sinken. Danach erwarte ich einen Wiederanstieg. Der Abwärtstrend des Energiesektors ist also noch nicht vorbei, stimmt das? Im Juni wurden ganze 3 Aufstiegsversuche fixiert. Heute sehen wir den 4. Versuch. Mal sehen, ob es der Bewegung diesmal gelingen wird, den Abwärtstrend zu stoppen. Die schwarze Linie stellt den Ölpreis dar. Hier sehen wir höhere Tiefstwerte. Die Linie zur relativen Stärke des Energiesektors versucht, einen Boden zu finden. Der Ansatz sieht gut aus, momentan ist es aber noch zu früh, um eindeutig etwas sagen zu können. Momentan sehe ich keine eindeutigen Signale. Und nun zum S&P 500, wo liegen die Schlüsselniveaus? Sehen wir uns das dazugehörige Diagramm mal näher an. Bis jetzt ist die Linie gestiegen. Hier sehen wir eine Kontraktion, einen kleinen Abstieg. Das ist ein sogenannter bullischer Banner. Die sinkende Trendlinie wurde aber noch nicht durchbrochen. Der entsprechende Wert liegt bei 24,30, von dem wir uns unweit entfernt befinden. Wir befinden uns bei 24,25. Ich denke nicht, dass die Bewegung hier auf ein Support-Level stoßen wird. In diesem Fall würde die Bewegung ungefähr bis auf 23,90 sinken. Und welche Leistung zeigt der europäische Markt? Seit Mitte Mai sinkt die Leistung des europäischen Marktes. Die steigende Trendlinie wurde durchbrochen. Nun sehen wir einen Aufstiegsversuch.
Die momentane Leistung bezüglich des S&P 500 ist neutral. Die momentane Leistung ist weder schwach noch herausragend gut. Der Grund für diesen Wiederanstieg ist die Tatsache, dass die Linie die steigende Trendlinie berührt. Aus diesem Grund sind die Levels 34 und 35 auch so wichtig. Wenn die Bewegung diese Levels durchbrechen sollte, dann würden wir bis auf 32 sinken. 32,000. Und was sagen Sie zum japanischen Markt? Die Situation in Japan sieht etwas besser aus. Die Linie zur relativen Stärke steigt etwas bezüglich des S&P. In den vergangenen 6 Wochen hat sich zwischen den Werten 19, 500 und 20, 300 absolut nichts getan. Nun warten alle auf ein Signal. Wir hoffen, dass die Oszillatoren etwas steigen werden. Die sinkende orange Linie stellt den Yen dar. Und wir hoffen wirklich sehr, dass diese Tatsache dem Yen den nötigen Anstoß verleihen wird. Momentan ist es aber noch zu früh, um etwas Konkretes sagen zu können. Lassen Sie uns nun über die Entwicklungsmärkte sprechen. Viele Menschen haben sich eben diesen Märkten zugewendet. Was sagen Sie dazu? Ja, die Linie zur relativen Stärke steigt. Das bedeutet, dass die Leistung der Entwicklungsmärkte heute besser ist als die Leistung des S&P 500. Sehen wir uns die Preise aus den letzten 4 Monaten mal näher an. In den vergangenen 3 Wochen wurde ein Anstieg beobachtet, und zwar bis auf die Höchstwerte. Ja, die Gesamtsituation sieht vielversprechend aus. Diese Situation unterscheidet sich aber von Entwicklungsmarkt zu Entwicklungsmarkt. Sehen wir uns China mal näher an. Hier sehen wir einen Anstieg, und zwar vom Tiefstwert bis auf den Höchstwert. Die Linie zur relativen Stärke steigt aber erst seit kurzem. Diese Situation ist also weniger bullisch. Die Oszillatoren könnten gegebenenfalls steigen. Ja, diese Bewegung braucht noch etwas Zeit, um sich vollständig zu entwickeln. Und nun zu einem anderen Entwicklungsmarkt. Der brasilianische Markt war im Mai aufgrund des politischen Umbruchs zusammengebrochen. In den vergangenen 4 Wochen wurde ein Wiederanstieg fixiert. Es wurde ein Schlüssel-Resistance-Niveau erreicht. Mal sehen, ob die Bewegung dieses Niveau halten kann. Bis dahin werden wir mitverfolgen, was auf der globalen Arena passiert. Ein Durchbruch durch einige Schlüsselwerte könnte den Markt aktiv werden lassen. Bruno, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, Bruno und ich werden in genau 2 Wochen wieder da sein. Schalten Sie ein.